Ja, liebe Patienten, liebe Freunde vom Medizentrum, das Bessere ist der Feind des Guten, haben wir gelernt. Wir haben jetzt viele Jahre Prothesen aus PEEK hergestellt, die den Vorteil haben, dass sie super leicht sind und relativ zäh. Allerdings gibt es jetzt ein Material, das ist noch leichter und noch zäher. Das nennt sich LD Plus, das ist eine Art Nylon. Da kann man solche Prothesengerüste machen, die hochelastisch sind. Ich zeige das mal hier, die Biegung. Die sind auch so kaum kaputt zu kriegen. Und jetzt machen wir mal den Test und schmeißen das Ding mal die Treppe runter und gucken mal, ob es dann heile bleibt. So. So, wie wir sehen, sieht man nichts. Also das Gerüst ist heile geblieben. Was wir natürlich nicht sagen können, wenn die Verblendungen drauf sind, dass die auch heile bleiben, weil die sind ein bisschen spröder. Aber das ist zumindest mal ein Grundgerüst, was in diesem Fall auf Implantaten abgestützt ist, was anscheinend unkaputtbar ist, extrem zäh, hohe Passgenauigkeiten hat, hohen Tragekomfort durch eine extreme Leichtigkeit und offensichtlich auch Treppenstürze oder grobe Gewalt gut vertragen kann. Jo. Okay, wir wollen es aber jetzt nicht beim Treppensturz belassen, sondern wir versuchen jetzt mal wirklich an die Grenze zu gehen und gucken mal, wo dieser Zahnersatz seine Grenze hat. Ich quetsche mal weiter zusammen, biege und biege und biege und biege wieder auseinander. Jetzt haben wir es geschafft. Also man muss wirklich extreme Bewegungen durchführen, um das Ding auseinander zu kriegen. Ich liebe dieses Material.